Also, wir sprechen hier zusammen mit Laura Zuccheri, Giovanni Regano. Die beiden sind schon da. Nein, Federico ist da. Federico ist da? Federico. Okay. Ich hätte mir vielleicht die Fotos doch noch zweimal anschauen sollen, die ich selber eingebaut habe. Giovanni fehlt also. Das Gespräch werden wir zum Teil in Italienisch führen. Es wird aber übersetzt werden, auf jeden Fall. Und mir fällt jetzt gerade ein, dass ich noch meinen Moderationszettel in der Tasche noch gelassen habe. Max. So fehlen da einige Informationen. Da ist er. Bart, das ist kein Wunder, dass man die dann verwechselt. Also wir haben ja auf jeden Fall hier mal eine sehr interessante Runde. Es sind alles drei Zeichner, sowie auch der Moderator, mal jetzt von der sehr hübschen Übersetzerin abgesehen, sind ungefähr gleich alt. Und wie gesagt, wir sprechen hier auf Italienisch, das wird übersetzt werden. Ich werde meine Fragen grundsätzlich erstmal ins Italienische übersetzen. Und die italienischen Antworten werden dann von Vanessa, die hier neben mir sitzt, übersetzt werden. Zunächst mal möchte ich die Zeichner ein wenig vorstellen. In der glorreichen Mitte sitzt die Laura Zuccheri. Sie ist geboren in Budrio in der Provinz Bologna. Und sie hat 1992 die ersten Veröffentlichungen im Ken Parker Magazine gemacht. 1993 wechselte sie dann zu Sergio Bonelli Editore, einer der größten italienischen Verlage. Dort hat sie Lampi di Paura, Metis und Caccia di Sangue. Sangue? Sangue. Ecco. Ich wusste doch, dass das irgendwie falsch sein würde. Also ich hab's wohlgemerkt nur abgeschrieben. Und habe gedacht, das ist garantiert ein falscher Buchstabe. Von 1994 bis 1996 war sie Zeichnerin für den Comic Ken Parker. 1996 hat sie dann den Sci-Fi Comic Hardware im Magazin Sommer X veröffentlicht und 2006 erschien von ihr L'Épée de Verre, die gläsernen Schwerter, das in der Zwischenzeit auch bei Splitter hier in Deutschland veröffentlicht wurde. Und 2011 wurde sie als beste Zeichnerin beim Festival in Lucca für den zweiten Band von die gläsernen Schwerter ausgezeichnet. Ja, dann möchte ich zunächst mal ein paar Fragen an Sie stellen. Und es ist so, dass ich gelesen habe, dass sie gerne Live-Motive verwendet, wie zum Beispiel Gesichter von Schauspielern, aber auch reale Orte oder reale Tiere. Das sind sehr detailreiche Zeichnungen, die sie erstellt. Erstmal, stimmt das so und wie funktioniert das dann? Prima di tutto devo chiedere se ti posso dare tu o... Sì, sì. Va bene, ok. Tu stai usando tanti di motivi live, cioè degli...